Und ein herzliches Willkommen zurück zu Hitman. Ja, ich habe jetzt lange versucht, endlich dieses Spiel wieder aufzunehmen. Und endlich habe ich ein Aufnahmeprogramm gefunden, damit ich damit aufnehmen kann. Ich hoffe, dass auch die Quali stimmt, weil ich bin echt am Verzweifeln. OBS will nicht richtig, so wie ich will. Habe ich jetzt Screen. Oder es hängt einfach, bleibt einfach an der Stelle hängen. Ich habe auch schon Tutorials dazu geguckt, ob man das beheben kann. Da stand das, ich muss ja wohl einen Haken, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß das. Egal, mal habe ich gemacht. Hat auch nicht geklappt. Ja, dann habe ich, hier, Lolly, Game Recorder, habe ich probiert. Hat auch eine Fehlermeldung, wohl auch nicht. Bei anderen offenen Programmen das gleiche ist. Will einfach nicht. Aber hier hat es bis jetzt funktioniert. Ich hoffe, ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich nehme einfach mal auf und hoffe, dass es funktioniert. Ja. Ich werde hier meinem CC-Dingen gucken, was tue ich denn da rein. Täubungsmittel, oder ja. Wir müssen ja nicht unbedingt jemanden umlegen, ne? Wir nehmen. Ja komm, wir nehmen den italienischen Anzug. Klavierseite. Sollen wir was anderes nehmen? Kampfmesser, tödliche Spritze, Dietrich. Ach komm, wir nehmen die Klavier und den Dietrich mit. Ja. Darf ich das nochmal einstellen, super. Hier ist Betäubungsmittel. Klavierseite. Und Dietrich. Dann wollen wir nochmal starten. Ich könnte zwar auch jetzt hier so starten, ich denke, ich werde jetzt hier starten. Ich meine, das ist nicht, weil es ist einfach nur ECR unter Schnupf. Andererseits, ja, ich zeige euch das mal. Oh. Finden die Leute, die das Spiel noch gar nicht haben. Ja, ich glaube, ja, in 5 Tagen. Ne, meinten 4. Wir haben schon fast Freitag. In 4 Tagen kommt die letzte Episode raus, nämlich Japan. Auch ein Grund, warum ich, habe ich ja schon mal gesagt in den Let's Play hier, ein Grund, warum ich das so spät Let's Play habe, einfach damit ich die Episoden nach und nach jetzt spielen kann. Wir sind jetzt noch nicht, wie viel ich heute aufnehme, mal schauen. Ich muss auch den Timer anmachen. Moment. Ja. Dann kann ich durch aufnehmen. Vielleicht melde ich heute noch bis zur dritten Episode aufnehmen. Und wenn ich dann alles hochgeladen habe, ist sowieso die neue Folge schon draußen. Die neue Folge, neue Episode. Wie auch, ja, Folge, Episode. Folge sagt man ja eher beim Film. Ja, beim Film. Alles klar, ich bin total verwirrt. Bei der Serie. Welcome to Sapienza 47. Silvio Caruso's family home is right across the square. The bioengineered phobia as you get close to. Good luck for them. Standbild, ja. Hallo. Jetzt los. Harvey. Frank. Ich weiß nicht, ob ich ein Standbild. Wer ist gerade? Vielleicht stelle ich mal eine Stufe runter. War sogar schon normal. Hier auf 4. Ich gehe mal auf Mittel. Dann lag der Typ da oben. Rocco! Get down here this minute! You can't be late for your first day! Relax, it's all good. Just gotta put some pants on. Rocco, I recommended you to Chef Marcello personally. If he's unhappy with you, I'll get the blame. I could get fired. Is that what you want? Oh, please. Like, you wanna wait on that weirdo Caruso for the rest of your life? Come on, you gotta think big, sis.
this, man. Could you come back? This here is just temporary. Huh. Whoops, sorry. Sorry. Möchtest du diese Gelegenheit? Wie erscheint, hat der Küchenchef der Villa Caruso auf Empfehlung einen neuen Küchenhilfe engagiert, die er in der Kürze zum ersten Mal treffen wird. Außerdem versucht der Küchenchef laut meiner Recherche seit geraumer Zeit vergeblich Isabella Carosos berühmte Hausmannskost nachzukochen. Vergiftung, schöne Todesursache. Wir haben den Schlüssel natürlich. Das ist unsere Szene. Da haben wir auch eine schöne Waffe. Haben unser Betäubungsmittel. Und haben einen Golfball. Ein Golfball, der bei Kontakt explodiert. Da haben wir ein Messer. Ich klinge mal bei ihm. Leck, was ist denn das für eine Scheiße? Warum jetzt nicht auf diese Standbilder? Da haben wir ein Messer. Ich klinge mal bei ihm. Und willkommen zurück. Hier sind wir auch wieder. Wir klingeln mal bei dem netten Herrn. Guten Tag, hier ist der Lieferservice für meine Faust. Na ja, noch besser, soll der Typ halt kommen. Find some place safe, now. Clear out of here. It's for your own good. Ich zieh mich nochmal ganz schnell um. Lalala, ich bin ja Bart. Anybody need help? Oder besser kann es doch gar nicht kommen. Wir haben jetzt die perfekte Verkleidung für die Villa. Er ist jetzt nicht deswegen verreckt, oder? Ey, mach keinen Scherz, du lebst noch, oder? Och, Menno. Hat er das echt nicht überlebt? Dann tut mir aber leid. Hier ist ein harmloser Wachmann. Was ist denn das für ein Typ? Das ist auch so eine Lampe. Dr. Lafayette speaking. Just so. I'm outside Villa Caruso now, enjoying a coffee in the sun. Lovely town. So, anything I should know about Dr. Caruso before our first session? I was briefed on his anxiety attacks, his genophobia. Very well. Don't you worry, genius. I just went serene in no time.
And you as well. It seems Aether Management is concerned about Silvio Caruso's mental health, no doubt due to his mental breakdown last year. They have hired world-renowned psychologist Dr. Oscar Lafayette to treat the neurotic bioengineer. The session will no doubt take place in private, and furthermore, our records show that Caruso and Lafayette have not previously met. Hm. Interessant. Ich habe die neben mir. This is gonna be another one of your just hear me out, okay? This is nothing like last time. The other night, I was out walking Fidel, and I see this convoy of black trucks with the Aether logo. No headlights or anything, coming up the coastal road towards Villa Caruso. Yeah, okay, Caruso works for Aether. He's got some kind of home laboratory. Like, I'm sure he needs chemicals and dry ice and shit. Really? Dry ice? It's all I remember from high school physics. What's your point? How about the hazmat suit? What are you talking about? I hid in the bushes, and I caught a glimpse of a bio suit. Like the ones you see in those Contagion movies. Made my skin itch. Oh, you're for real this time. A bio suit? What the hell are they making in there? Well, I'll bet you a beer. It's not beauty products. Oh, man, I gotta talk to my brother about this. He's a journalist. Hey, there might be a story here. I'm glad you think so. Guess my stories aren't so bad after all, are they? Yeah. Don't milk it. Alles gut, Kollege. Leg. Ich könnte da hochklettern und da reingehen, oder ich warte. Nein. Haben wir ein Liedrech mitgenommen. Brechmittel, also, okay. God, wow, no. Guten Tag, ich habe nur Ihren Kaffee verstärkt. Also, ich habe nur ein bisschen seinen Kaffee verstärkt. Oh, there's something bad in my stomach. Something wants out. Oh shit. I'll just move a little back away from this. Ich finde das lustig, wie immer alle Leute reagieren. Die stehen alle auf. Der bleibt einfach stehen. Das interessiert ihn nicht. Oh, should I call an ambulance or an undertaker? Oh. Jesus. Warum geben die alle Kommentare dazu? Das finde ich total witzig. Und ob die sich ja alle kennen würden. Oh, how did you find this place? It's so lovely and quaint. Yeah. Read about it in some old movie magazine. Ether sure is amping up security. Bit of overkill, don't you think? Nah, just protecting their investment. They put a lot... Einer muss mal sterben, komm mal.
der Doktor gehört quasi dazu. Was hätten wir geschafft? So müsste man es filzen lassen. Ich habe eine bessere Idee. Ich habe mich oben was in der Wohnung vergessen. Wir hätten nämlich so eine schöne Keycard. Schade. Ich laufe mal kurz nach oben. Ein bisschen Joggen tut gut für unser Mr. 47. Die kann ich hier nicht gebrauchen. Eine Zugangskarte für die beiden, die verreiten Eingänge. So können wir reinkommen, ohne dass wir gefilzt werden. Müssen wir wesentlich unsere Waffen hier liegen lassen. Dass wir uns im Notfall noch wehren können. Sprechen Sie mit dem Butler anwesend. Hör mal. Ist hier der Ort? There was a dead rat under my bunk this morning. Ah, good. Must mean the poison's working. Let's just hope he's scared pretty bad. Oh! Okay, hier darf man sein. Oscar Lafayette. I have an appointment with Mr. Caruso. Ah, yes. Señor Caruso has been informed of your arrival. Please, follow me. I shall take you to his quarters. May I say, it is well that you are here, Doctor. The Master has not been himself lately. I only hope you are as good as they say. Don't worry, I am. Das bin ich wirklich. Ich helfe ihm. Ihm wird's nie wieder schlecht gehen. Doctor, good to see you. Ich dachte, er fehlt mir hier. Keine Sorge, ihm wird's bald für immer gut gehen. Da, wo ich ihn hinschicke. Die Engelchen auf ihn. Kannst du nicht mal ein bisschen schneller gehen, du dummer Butler? Dr. Lafayette? Die mich alle kennen. Señor Caruso's private quarters. I will be downstairs if needed. Best of luck. A private therapy session with Caruso. That is Silvio Caruso. Könntet ihr bitte draußen warten? Ja, nett. The renowned Dr. Oscar Lafayette. Mr. Caruso, shall we begin? If you insist. Kann ich Therapie eigentlich mit ihm durchsitzen? So, Ether sends a specialist to rummage through my brain. They must think I'm losing it again. Relax. Start by telling me, what's on your mind? Isn't it obvious? I'm under a lot of pressure. Work. Mother died last year. Stress manifests itself in the strangest ways, I am told. Your mother, Isabella. Would you like to talk about her? Look, I know what you're driving at. My neuroses. My anxiety, my social phobias, not the least my pathological fear of women.
It's all deeply rooted. Go on. I had a girlfriend, you know. In high school. Pretty, too. Popular. And I was shy. Bookish. It shouldn't have worked. Not outside those stupid teen dramedies. But it did. For a short while, anyway. Then Mother decided that Emilio wasn't a good influence on me. So she paid the gardener's son to seduce her. He was 20. Roguish. Rode a motorcycle. Mother, she had pictures taken. Showed them to me on prom night. Romantic love is fleeting, she said. Only a mother's love endures. What do you want me to say? I loved my mother. I hated my mother. Same as everybody else. Isabella bullied you. Shamed and belittled you. Made you feel like a failure. All to keep you, her last and loyal son, from ever leaving too. Stop it! I don't want to hear it. Your mother was a monster. Is her? Ich will ja seinen Puls checken, ob man noch nicht. Next up, Francesca DeSantis. Wie kommen wir jetzt zu Francesca? Ich habe ihn schlafen gelegt. Ihm geht schon besser. Welcome. Wirklich einfach. Mann. Hey, I found an old box of VHS tapes in the observatory. I didn't know Caruso was so old. Oh, those. They're all old family clips from his childhood. Oh. Francesca DeSantis is evidently having an affair with Caruso's golf coach, Roberto Vargas. A notorious ladies' man, Vargas has turned DeSantis' bedroom into a candlelit love nest and plans to call on her after his golf lesson with Caruso. Well, she should know better than to mix business with pleasure. So schnell bin ich da weg. Auch eine bessere Tarnung. Moin. Ja. Irgendwie Kontrolle vom Automaten speichern. Hm.
Laden wir das nochmal an. Machen die Tür jetzt mal zu oder verstecken die Leiche. Damit hat nicht nochmal passiert. Target down. Next up, Francesca DeSantis. Ab in sein Schränkchen. So. Ich würde sagen, wir machen das, ja. Wir brauchen aber definitiv eine bessere Verkleidung. Hm. Hey. Anyone there? Hey, you. You're off limits. Warum? Meine Güte. Really? Noch einer. Das ist alles okay. Habt ihr denn? Alles gut. Verdammt. Das ist nicht gut. Wenn die Leiche gefunden werden, bin ich dran. Soll ich sie nicht besser töten? Ja, verdammt.
Francesca. Interesting. I know. I'm not the one who calls. I did say that, but, hey, a guy can change. So, did you get my message? Music to my ears. Wir werden mir hier einen Cut machen und wir sehen uns gleich wieder. Tschüss. I know. I'm not the one who calls. I did say that, but, hey, a guy can change. So, did you get my message? Music to my ears. Wir werden mir hier einen Cut machen und wir sehen uns gleich wieder. Tschüss.